Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Twin Flame Video. Ich möchte noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen zu den Themen aus dem letzten Video oder zu dem Thema, nämlich ist es dieser eine Mensch von 8 Milliarden, muss es wirklich dieser eine sein und was ist, wenn der Bus doch schneller war, als er dachte? Wie gemein! Da ist sie wieder, die gemeine Handan! Ja, ich habe nachdem ich das Video für euch hochgeladen habe, beziehungsweise während das, nachdem ich es editiert habe, während es hochlädt, kurz eingeschaltet in das Video, auf das ich mich bezog. Und fand alles bestätigt, da spricht eine Twin Flamine, die selbst noch in der Separation steckt. Die also noch gar nicht erfahren hat, dass sie eins ist mit Twin Flamino. Sie geht immer noch davon aus, dass er etwas anders entscheiden könnte als sie. Sie hat noch nicht begriffen, dass ihr eins seid, dass ihr eins seid, so wie die beiden Beine, die du hast, oder die beiden Arme, die du hast, zusammengehören. Ich bleib mal bei den Beinen. Ein Bein kann nicht vorwärts laufen wollen und das andere rückwärts. Das eine kann nicht nach links laufen wollen und das andere nach rechts. Es kann mal zu einer kurzzeitigen Irritation geben, dann fällt der Mensch oder stolpert der Mensch oder verrenkt sich. Aber so wie beide Beine in sich vollkommen vollständig sind, sind auch die Twin Flames vollständig, gehören aber zusammen. Erst zusammen ergeben sie eine Twin Flame Union mit Gott. Ich hatte euch vor langer Zeit dazu aus Gesprächen mit Gott einen Beleg vorgelesen. Dieses Video gibt es jetzt, wo gibt es das? In meinem Daily Support. Den Link findest du hier unten in der Infobox. Das ist das Video, in dem ich aufgreife, wie Gott Tom und Mary erschaffen hat und den heiligen erotischen Raum, der durch die beiden erst entsteht. Keine Union ohne exakt diese beiden Personen. Die Energie, die geknüpft ist an diese beiden Menschen. Manche erschüttern mich. Manche, mit denen ich sogar noch zusammenarbeite, erschüttern mich. Dann höre ich manchmal sowas wie, ja, aber wenn er dann gar nicht mehr kommt, dann. Und ich bin dann erschüttert, weil ich daraus eben immer noch die Separation raushöre. Wenn er dann nicht kommt. Also jemand betrachtet sich als getrennt von Twin Flamino. Und abgesehen davon ist immer noch in der Energie, ich komme immer zu kurz, Liebesgeschichten sind immer schwierig, sie sind davon geprägt, dass sie nicht in Erfüllung gehen, es wird geschmachtet. Achte zum Beispiel darauf, was du für Lieder schön findest. Welche Lieder findest du schön? Was ziehst du dir da rein? Ich habe in der letzten Zeit einige Songs genannt bekommen, immer mit dem Hinweis, das ist ein Twin Flame Song, aber ja okay, noch Twin Flame in Separation. Ja, natürlich, Twin Flame in Separation. Und wenn du dir das anhörst, was machst du dann mit dir? Du indoktrinierst dich. Schmacht, wann kommt er niemals, er erkennt mich nicht. Das tut dir nicht gut, wenn du eh schon zweifelst. Dann tut dir doch ein Song von jemandem, der auch zweifelt,
beziehungsweise der sich selbst bedauert und der ja auch schon eine Entscheidung getroffen hat, nämlich es wird keine Erfüllung geben. Da tut dir doch so ein Song nicht gut. Ja, wenn es so ein Video gibt mit ganz, ganz vielen Zuschauern und dann sagt die Dame da drin, dieses Fixieren auf den einen, das ist mein Twin Flamino und den muss ich unbedingt haben. Wenn sie das so sagt, dann bezieht sie sich ja auf aber Zehntausende von Menschen. Da kann ich natürlich überhaupt gar nicht ausschließen, dass es da nicht 9.997 von, also dass nicht so viele davon wirklich irren, sich einfach geirrt haben. Der muss es unbedingt sein. Und auch weiß ich um die riesen scheinbare Verwandlung, wenn denn einmal der Filter der Illusionen von deinen Augen verschwunden ist, aus deinem Geist verschwunden ist. Ein und derselbe Mensch erscheint dir ganz anders. Jetzt könnte man wieder sagen, das bestätigt doch nur, dass es plötzlich der Twin Flamino sein kann. Ja, rein theoretisch, sage ich mal, du bist mit jemandem zusammen und ist irgendwie nett und du erwachst plötzlich oder hast gearbeitet und erwachst und dann erkennst du erst deinen Twin Flamino in diesem Menschen. Das ist natürlich möglich. So wird es vielen sogenannten Gefühlsklärern gehen, die erst, also die dich natürlich für eine kurze Zeit erkannt haben, dann aber wieder eingeschlafen sind und die dich erst später erkennen. Ganz klar. Und dann kommst du diesem Twin Flamino so verändert vor und er selbst nimmt sich verändert wahr. Was ich euch aber eigentlich sagen wollte, ist, dass du dich selbst ja gar nicht erkennst, dass du wie eine Besessene unterwegs warst, dass du irrsinnige Sachen gemacht hast. Ich bekomme das ja nun durch den Kontakt mit so vielen Menschen, ob ich die nun persönlich mal kennenlerne oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Durch den Kontakt mit so wahnsinnig vielen Menschen hier über den YouTube-Kanal bekomme ich ja tatsächlich mit, wie sich Twin Flamino fühlen muss, wie Twin Flamina insistiert und manipuliert. Unfassbar, wie Twin Flamine gelernt hat, Menschen zu benutzen und zu manipulieren. Sich für die eigenen Zwecke mal warm zu halten, auf die Mitleidsdrüse zu drücken. All das wird nämlich mit mir probiert. Dann natürlich auch, zum Glück sehr wenig, dann böse werden und zurückbeißen, noch nicht mal zurückbeißen, gefühlt zurückbeißen, also auf ein Nein mit Hass reagieren und was zerstören wollen. All das gab es schon. Hauptsächlich ist es aber so, die Twin Flamine Energie ist hauptsächlich so, wenn sie unausgegoren ist, ne? Dass sie versucht zu bekommen, etwas bekommen. Und wenn man selbst aus diesem Stadium heraus ist, dann fällt einem das total auf. Und das ist einfach, und die Reaktion darauf ist erstmal so ganz natürlich, nö, nichts bekommen. Ich will das schon freiwillig geben. Ich will schon die Wahl haben. Ich will nicht emotional erpresst werden. All das, überprüft das, ob du das mit deinem Twin Flamino machst. Selbst wenn ihr keinen Kontakt habt, erpresst du ihn mit deinen Gedanken. Sagst du dir oder einer Freundin laut, wenn er nicht kommt, dann nehme ich mir aber einen Geliebten. Ich will jetzt endlich auch mal wieder
Ich habe das in den letzten Tagen leider zu oft gehört. Daran höre ich, ne, das ist dann so ein Schreckmoment, ich höre dann, oh je, die Twin Flamine, die da vor mir sitzt, die hat Twin Flamino noch gar nicht erkannt. Sie sieht ihn als narzisstische Erweiterung ihrer eigenen Gelüste. Und kein Wunder, dass der Mann sich dagegen wehrt. Der wurde ja schon von seiner Mutter missbraucht. Da braucht er sich nicht noch so eine Frau ans Bein zu binden, die ihn benutzt, damit sie sich besser fühlt. Es gibt so viel für dich an dir zu erkennen, und das, was ich dir anbieten kann, ist, mit mir zu arbeiten. Es geht nicht mehr im 1:1 Gespräch, ich bin ausgebucht, ich kann gar nicht mehr, ich kann, ja, das ist einfach so unrealistisch, das, was gerade da ist, nämlich ein Jahr Wartezeit ist nicht mehr, es sind jetzt 2 Jahre Wartezeit. Wer kann 2 Jahre warten mit so einem Thema? Und ich kann dir da nur anbieten und das auch wirklich ganz nah ans Herz legen, außer mit all meinen Videos zu arbeiten, die jetzt hier öffentlich sind, mit den Videos, die nicht öffentlich sind, die im Premium-Bereich sind. Da kommst du über den Link hier unter dem Video dran. Mit meinen Audio- und Videokursen zu arbeiten, die über die Jahre aus der Arbeit in der Sprechstunde entstanden sind. Damit zu arbeiten, die Leseliste, die ich auf meine Webseite gesetzt habe, durchzuarbeiten. Du bist damit, wenn du es bequem machst, 3 Jahre beschäftigt, wenn du es schnell machst, weil du viel Zeit hast, bist du 2 Jahre damit beschäftigt. Das würde ungefähr die Wartezeit überbrücken. Aber es gibt auch noch eine Möglichkeit, mit mir face-to-face zu kommen, wenigstens online, nämlich in den Online-Satsang zu kommen. Das ist die einzige Möglichkeit in den nächsten 2 Jahren, ja, mit mir persönlich ins Gespräch zu kommen. Und der Online-Satsang ist super, wenn du in anderen Gruppen warst. Ich war nie in einer anderen Gruppe, ist ja auch klar. Warum soll ich da als Teilnehmer sein? Aber ich habe Teilnehmer, die aus anderen Gruppen kommen und die sagen, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das gib dir das. Ja, wenn du eine schlechte Erfahrung hast, ich merke das. Ne? Ich bekomme Energien mit, also auch die Gedanken. Ich sehe, wie viele Menschen auf die Veranstaltung klicken und dann zögern, weil sie sich committen müssen. Ja, ich fordere Menschen heraus. Ich mache keine Schnupperstunden, denn ich möchte nicht mit denen arbeiten, die sich nicht auf ihr Bauchgefühl verlassen können. Die nach Hunderten von Stunden Videomaterial noch eine Probestunde brauchen. Die sind noch viel zu sehr im Ego. Ich wende mich und meine wenige Zeit an die, ich stelle die denen zur Verfügung, die schon mit sich selbst so im Reinen sind, dass sie wissen, natürlich ziehe ich den ganzen Kurs dadurch. Natürlich kann ich mich für ein halbes Jahr committen. Und natürlich freue ich mich, einen Fuß in der Tür zu haben. Ja, das kann ich dir nahelegen. Und ansonsten mach den Kurs im Wundern mit. Auch das kann ich dir nahelegen. Es ist nicht so langweilig, wie du denkst. Und du wirst wahrscheinlich, wenn du dich nämlich hier auf YouTube herumtummelst auf der Suche nach Twin Flame Videos, wirst du an dem Kurs im Wundern nicht vorbeikommen, der für uns Westerners geschrieben wurde, von Jesus durchgegeben wurde, durch die Psychologin Helen Schockmann, die leider nicht mehr lebt, in den 1960er und 70er Jahren durchgegeben. Das ist ein Kurs, der dir hilft, all das in deinem Geist in Ordnung zu bringen, was dir so zu schaffen macht. Ich kann dir nur sagen, ich habe damit nicht so viel Probleme wie die meisten unter euch. Allerdings habe ich auch wahrscheinlich den 1000-fachen Einsatz geleistet bis zum heutigen Tage. Mein komplettes Leben ist darauf ausgerichtet, ist ja auch klar, meine Mission. Und ich bin da einfach gesegnet. Was ich dir sagen kann, ist, das ist ansteckend.
Und ich habe das immer wieder gesagt, und das hört sich vielleicht für den einen oder anderen, der hier so mit dem Ego reinhört, voll eingebildet ein, aber ich sage es ohne jede Einbildung, das ist meine Beobachtung. Menschen heilen in meiner Anwesenheit, wenn sie mit mir in einem Raum sind. Und es tut Menschen auch gut, natürlich online mit mir in einem Raum zu sein. Da geht es um ein Commitment und um die Herzöffnung. Das, was im Satsang passiert, dazu tragen alle Teilnehmer bei. Deswegen werden die so besonders ausgesucht. Ja, das war's mit meinem zweiten Video innerhalb kürzester Zeit für euch. Das Thema: Du entscheidest, wer dein Twin Flamingo ist und was du mit ihm erlebst. Und wenn und solange du ihn benutzt zu deiner Ego-Befriedigung, wird er nicht auf der Matte erscheinen. Und wenn du erwachst und erkennst, wie du gehandelt hast, wie du gedacht hast, dann kann auch Twin Flamingo erwachen und dich erkennen. In diesem Sinne, mach deine spirituellen Hausaufgaben. Ich wiederhole das, mach deine spirituellen Hausaufgaben. Tschüss.